Für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 14 Jahre lang konnten die Mitglieder des NSU, unterstützt von einem Netzwerk von Gleichgesinnten, brutale Verbrechen begehen. 10 Morde, einen Mordversuch, einen Sprengstoffanschlag mit lebensgefährlich verletzten Menschen in Köln und brutale Raubüberfälle verübten diese rechtsextremistischen Terroristen. Dass diese brutale Mordserie nicht gestoppt werden konnte, hängt auch damit zusammen, dass auf Seiten der Sicherheitsbehörden massive Fehler passiert sind. Der NSU-Untersuchungsausschuss hat mangelnden Informationsaustausch der Ermittlungsbehörden, Kompetenzstreitigkeiten und auch direkte Fehleinschätzungen klar festgestellt. Und wenn man aus Baden-Württemberg die Nachricht hört, wenn Medienberichte stimmen, dass eine kriminaltechnische Untersuchung eines Autos übersehen hat, dass dort eine Waffe und eine Machete und Autoschlüssel liegen, dann hofft man doch, dass endlich diese seltsamen Ermittlungspannen endlich zu Ende sind. Aber das nur am Rande. Parteiübergreifend wurden im Untersuchungsausschuss nicht nur sehr sorgfältig die Fehler und Versäumnisse analysiert, vielmehr wurde eine detaillierte Liste erstellt, welche Konsequenzen von der Politik zu ziehen sind, um solche schrecklichen Verbrechen zukünftig zu verhindern. Und genau diese Empfehlungen gehen wir mit diesem Gesetzesentwurf an. Eine wichtige Empfehlung war, die Zuständigkeiten des Generalbundesanwaltes klarer zu gestalten und auszuweiten. So kann der Generalbundesanwalt nach dem Gesetzesentwurf, den wir vorlegen, bereits bei objektiv staatsfeindlichem Charakter einer Tat die Verfolgung übernehmen. Eine entsprechende Zielsetzung der Tat selbst ist nicht mehr erforderlich für die Aufnahme von Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt. Und die Zuständigkeit des Generalbundesanwaltes kann zukünftig auch durch den länderübergreifenden Charakter der Tat begründet werden. Und schließlich hat der Untersuchungsausschuss festgestellt, dass die Staatsanwaltschaften, die mit den Ermittlungen betraut waren, dem Generalbundesanwalt eben nicht Informationen und Akten übersandt haben, anhand derer er seine Zuständigkeit hätte überprüfen können. Deshalb wird nun ausdrücklich geregelt, dass die Staatsanwaltschaften Vorgänge, die Anlass zu der Prüfung einer Übernahme durch den Generalbundesanwalt geben, an diesen unverzüglich übersenden müssen. Das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wichtige Änderungen, die wir umsetzen müssen, wenn wir verhindern wollen, dass solche Terrorserien in Deutschland möglich sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Untersuchungsausschuss hat ferner einstimmig festgehalten, dass in allen Fällen von Gewaltkriminalität, die einen rassistischen oder einen politischen motivierten Hintergrund haben können, dies nachvollziehbar dokumentiert werden muss. Polizei und Staatsanwaltschaft seien zu verpflichten, ein solches Motiv für die Tat angemessen zu berücksichtigen. Diese einstimmige Forderung, die Prüfung von und Ahndung von rassistisch motivierter Gewaltkriminalität zu verbessern, ist Ziel dieses Gesetzesentwurfs. Wir wollen ausdrücklich regeln in § 46, dass rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Tatmotivationen schärfer bestraft werden können. Das ist ein klares Zeichen gegenüber all jenen Gewalttätern, die meinen, Minderheiten oder Menschen anderen Glaubens oder anderer Hautfarbe oder anderer Herkunft Gewalt antun zu können. Das können wir nicht dulden, und dieses Gesetz ist ein ganz klares Zeichen dagegen. Sicher, schon bisher konnten Richter und Staatsanwälte rassistische Tatmotivationen bei der Bemessung des Strafmaßes strafschärfend einbeziehen. Aber die ausdrückliche Nennung verdeutlicht nun mal die Rechtslage, und deswegen ist es sinnvoll, dass wir ausdrücklich diese Motivation ins Gesetz schreiben. So haben es auch in der Sachverständigenanhörung Herr Wehowski, Bundesanwalt beim BGH, und der Generalstaatsanwalt Konrad in der Sachverständigenanhörung so gesagt. Ausdrücklich erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang, auch wenn es nichts direkt mit dem Gesetzesentwurf zu tun hat, dass erst jüngst der RIST-BV-Ausschluss Änderungen genau in diesem Sinne beschlossen hat. Ermittlungen sollen sich auch auf rassistische, fremdenfeindliche oder menschenverachtende Beweggründe erstrecken. Zudem wird es zukünftig in der entsprechenden Regelung heißen, dass ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung dann vorliegt, wenn ein Täter mit rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen menschenverachtenden Beweggründen handelt. Ich glaube, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzentwurf ziehen wir die richtigen Konsequenzen aus der brutalen Mordserie des NSU und zeigen, dass wir rassistische Gewalttaten nicht dulden und alle rassistisch motivierten Gewalttäter eine harte Strafe erwartet. Das ist erforderlich, und deswegen machen wir dieses Gesetz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke, die Kollegin Halina Wawczyniak, das Wort.